Ja, hallo, ich sehe, wir sind auf Sendung und ich freue mich, euch alle in dem Channel zu sehen. Und ganz besonders runter scrollen auf der linken Seite. Vielen Dank, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Gib zu, du bist auch ein bisschen nervös. Ja, das stimmt. Ich werde gerade angerufen. Das mache ich jetzt mal aus. Ja, wir haben gedacht, es ist einfach eine gute Idee, einmal einen Pfarrer hierher zu holen, denn Pfarrer wissen ja eigentlich alles, oder? Wie würdest du das beschreiben? Oh, nee. Also genau, definitiv nicht. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen, oh Mann, ich muss aufpassen, wenn ich jetzt schon direkt, ich kann doch nicht, Alter. Es soll vielleicht Pfarrer geben, natürlich keiner aus dieser Lohn und keiner, der irgendwie von euch bekannt ist, die oft denken vielleicht, sie wissen alles und gerne auf jede Frage antworten oder so. Das könnte sein, dass Jahre des in diesem Beruf das mitbringen, aber an sich sind wir alle auch dumm. Okay, dann möchte ich mal umrahmen. Also wir haben ja gesagt, ihr könnt den Pfarrer fragen heute. Gibt es so Fragen, die du, Fragekategorien, die du ausklammern möchtest? Ja, dann kommt ja nur noch alles in die Richtung. Nee, ja, ich habe natürlich welche, aber ich hoffe einfach dadurch, dass ich die jetzt nicht erwähne, dass ich Glück habe und wir da drum rumkommen. Okay, dann klammer ich mal aus. Wir reden heute nicht über die Verdauung, okay? Das okay, da habe ich keine Probleme. Aber es gab trotzdem im Vorfeld schon einige Fragen und ich steige mal mit einer dieser Fragen ein. Von dem Jonte. Wieso Iserlohn? Ja, das kann ich recht kurz oder einfach beantworten. Es war einfach tatsächlich die Stelle, die hier ausgeschrieben wurde. Also ich kenne sonst keinen in Iserlohn, wir haben ja keine Kontakte hin und auch nicht irgendwo in der Umgebung. Es ist für uns an sich sogar von einem Ort her gar nicht so ein guter, weil wir weiter weggezogen sind von unseren Eltern und so. Und genau, das war einfach nur die Kombination von der Stelle, die ausgeschrieben wurde. Ich finde, die Versöhnungsgemeinde hat einen unglaublich guten Eindruck gemacht und da war schon viel von dem, was ich irgendwie mir vorstelle, so als Gemeindearbeit. Und dann fand ich diese FreshX-Hälfte einfach super spannend und interessant. Ja. Okay, jetzt bist du seit gut einem Monat hier. Ja. Wie ist denn von der Stadt, die du ja vorher gar nicht kanntest, wie ist denn da dein erster Eindruck? Was hast du schon gesehen von Iserlohn? Boah, einiges. Ich war jetzt sogar schon beim Friseur und so. Das wäre meine nächste Frage. Woher kommt eigentlich dein gutes Aussehen? Aber die stellen wir zurück. Also, ja, was hast du in Iserlohn schon gesehen? Ist okay. Ich habe schon ein bisschen gesehen. Also, mein erster Eindruck ist erstmal, ist natürlich für so ein Flachland Ostwestfalen wie mich, ist es erstmal verdammt hügelig hier. Aber ich finde tatsächlich, ich finde es cool bisher, dass alles so nah beieinander ist. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass man überall schnell ist, das auch mit dem Fahrrad und so, das finde ich sehr cool. Ich fand einfach, ich wiederhole mich an der Stelle, ich finde wirklich, bisher habe ich nur offene und herzliche Menschen getroffen. Also das ist ein bisschen eine andere Mentalität, als ich es bisher so gewohnt war. Ich habe ja zum Beispiel auch länger in Kiel studiert und dann auch jetzt im tiefsten Ostwestfalen gewohnt. Das sind alles so vom Schlagmensch immer so, denen man nachsagt, die brauchen ein bisschen, um warm zu werden und sind eher verhaltener. Und das nehme ich hier anders wahr. Also finde ich cool. Okay, das ist krass. Ich meine, geht euch das auch so? Ich guck mal in den Channel, ob das alles so Iserlohner Ureinwohner sind. Aber ich glaube. Meinst du, mich haben nur andere zugezogene so Netflix? Genau, aber erstmal ja ein wunderschöner Eindruck. Und genau. Und deine Frau, wie geht's der in Iserlohn? Ich meine, die hat jetzt nicht mal die Stelle, auf die sie sich beworben hat. Die ist ja einfach mitgekommen. Ja, nein, Quatsch. Das war, also der geht's auch gut, die hatte auch Lust. Hier hinzugehen und das war auch cool. In den Momenten, wo ich irgendwie zum Beispiel kurz bevor wir hin sind, so ein bisschen mehr Abschiedsschmerz hatte und dachte, puh, jetzt alles neu und so und hier ist es eigentlich auch gerade cool, da hat meine Frau immer gesagt, ey, das ist
Ne, das ist das verheißungsvolle Land, das cool, die hat Bock und ja. Und natürlich hoffen wir auch, also für meine Frau ist es jetzt nicht ganz so einfach anzukommen wie für mich, was so Kontakte angeht. Wir haben gerade, was heißt gerade, wir haben zwei junge Zwillinge zu Hause. Unsere beiden Jungs sind jetzt 6,5 Monate alt Wie und heißen die beiden? Noah und Jakob. Kannst du sie immer auseinanderhalten? Nein, ich wirklich nicht. Also, ich habe mittlerweile eine ganz gute Quote, tatsächlich. Meine Frau kann das sofort und ja, ich weiß auch nicht, ich gebe mir Mühe, ich fühle mich manchmal ein bisschen schlecht, dass ich das nicht mal ganz safe kann. Ich frage immer morgens einmal nach, wer ist, weil dann merke ich mir, welchen Pulli anhat und das kann ich mir gut merken. Aber das sind so alte Zwillingstricks, ne? Pulli wechseln oder Kette wechseln oder Ohrring wechseln und dann die Eltern verarschen. Ach so, ja, später, wenn sie das können. Ja, ich war dafür, ich weiß gar nicht, ob ich das war mir auch ein bisschen peinlich, aber eigentlich, ich stehe dazu. Also am Anfang, so in den ersten 2, 3 Monaten, da konnte ich sie wirklich gar nicht auseinanderhalten. Sie sahen so gleich aus. Und da habe ich mir im Internet bei eBay einfach einen Edding bestellt, der extra für Hautmarkierungen ist. Das nehmen sonst so Chirurgen, die irgendwo ein paar Linien einzeichnen und so. Und hab dann einem von den beiden immer einen Punkt aufs Ohrläppchen gemalt und habe den noch immer nachgemalt, damit ich irgendwo sicher ein Erkennungsmerkmal hatte, wie ich sie auseinanderhalten konnte. Ja, cool, gute Tricks. Man muss sich nur wissen, also man muss nur seine Lücken kennen, um sich rauszutricksen. Ja. Ja, das war der Kompromiss. Ich hätte es ja gerne auf für Stirn einfach nur eins, aber. Ja. Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, hier ein paar Entweder-oder-Fragen. Bayern oder Dortmund? Boah, weder noch. Echt keine Leidenschaft für Fußball. Okay. Es tut mir leid. Viele andere Auch eine Sportarten, aber nicht Aussage. das. Tatort oder Rosamunde Pilcher? Bei dieser Auswahl der Tatort. Dann frage ich weiter. Tatort oder Actionfilm? Also Need for Speed. Bei dieser Auswahl Need for Da Speed. könnte man sich jetzt Ja, hocharbeiten. ja, ja. Wärmer, wärmer. Habt ihr noch Filme? Also Need for Speed oder... Ihr dürft sprechen, macht Mikro an und sagt... James Bond? Herr der Ringe! Need for Speed oder James James Bond? Bond gerne. Also tatsächlich, ich bin nicht so dieser, der sich die klassischen Bonds anguckt. Da verstehe ich ehrlich gesagt die Leidenschaft nicht, weil wenn man die manchmal, also habt ihr mal einen davon gesehen, irgendwie von denen, wo die immer noch sagen, ja, Roger Moore war der beste James Bond und so, dann guckt ihr mal einen davon an, das ist voll lächerlich. Aber ich fand zum Beispiel, ich fand die Reihe jetzt mit Daniel Craig wirklich geil. Herr der Ringe bin ich ein bisschen raus. Ich habe versucht, den. Ich habe versucht, diesen Extended Cut mal mit einem Kumpel durchzugucken, aber es hat einfach nicht geklappt. Ich bin immer eingepennt. Und ich bin mir, ich habe das letztens mal versucht zu eruieren. Ich bin mir nicht sicher, es könnte sein, dass ich den letzten Herr der Ringe immer noch nicht gesehen habe und nicht weiß, was da wirklich am Ende passiert. Hat mich nicht so ganz gepackt. Okay, wir sind bei James Bond mit Daniel Craig. Mal gucken, ob wir noch ein Niveau, eine Stufe höher finden. James Bond oder? Ich brauche eure Vorstellung, eure Ideen. Jetzt drauf Oder an. Harry Potter. Ja, geil, such Avatar? doch einfach nochmal einen anderen Fantasy-Film, wo es mit Zauberei und sowas ist. Stimmt. Vielleicht ist das ja besser. Also Fantasy ist raus, die Kategorie. Ja, es hält sich. Was? Horrorfilme? Nee, also Fantasy, es hat Marvel. mich. James Ja, Bond oder also, Marvel? soll ich dir einfach sagen, was ich geil finde sonst Ja, auch? Also, okay. es ist okay. Fantasy hat mich bisher nicht so gepackt. Ich habe tatsächlich jetzt bei Netflix habe ich die Witcher-Serie gesehen. Und das war das erste Fantasy-Ding, was ich richtig geil fand eigentlich. Also, ich gucke viele Dinge gerne, aber was ich einfach geil finde, sind immer noch so ein Buddy-Action-Film. Ja? Bud Spencer und Terence Hill. Nein, nicht so. Gibt's ja auch in Gut und Neu. Also, ne, kann ich einfach so, so ein paar dumme Sprüche, ein bisschen gute Action und am besten, wenn es geht, eine gute. Bad Boys. Was? Bad Boys.
Bad Boys kann man doch gucken, oder? Ich finde auch, das ist, das kann man machen. Und ansonsten, ich finde wirklich gut gemachte Thriller, so die wirklich eine richtig schlaue Handlung haben, ohne Logiklücken. Und da ist es ein bisschen, habe ich das Gefühl, die gibt es in letzter Zeit weniger. Aber wer zum Beispiel Heat kennt, einer der besten Filme überhaupt, oder L.A. Confidential, das sind echt geile Filme. Okay. So mit einer actiongeladenen Handlung, wo es trotzdem keine dummen Lücken gibt. Okay. Cool. Ja. Ja. Da gehe ich auf jeden Fall voll mit. Also Filme müssen logisch sein. Sonst natürlich das. Serien. Ne? Ja, ist das. Okay. Ich komme mal wieder zu den ernsteren Themen zurück. Ich meine, wir haben dich ja nicht als Cineasten eingeladen, sondern Besucherfragen waren, also zwei Leute haben ungefähr die gleiche Frage gestellt. Einmal Janne, bist ja auch online da, und Janna. Warum und wo und wieso hast du Theologie studiert? Oder wann hast du dich dafür entschieden? Wie viel Zeit habt ihr? Also erstmal ganz einfach, wo hast du eigentlich studiert? Ich habe da kaum eine kurze Variante für diese Frage gleich. Wo hast du studiert? Ja, das ist ja, ich habe in Münster, Greifswald, Kiel und am Ende nochmal in Greifswald wieder studiert. Und die Sache ist jetzt, jeder, der noch Theologie studiert hat, der hat jetzt vier Schubladen und sagt, ach so, ja, das ist, der genau, ist genau, deswegen so. Hasse ich diese Frage, Alter, weil das immer so Schublade auf, ach so. Das ist, okay, ja. Aber, warum Theologie? Also ich versuche es wirklich kurz zu machen. Ich habe mir das nicht selber ausgesucht so richtig. Es ist jedenfalls mein eigenes Empfinden. Ich hätte auch vor allen Dingen, also ich bin in der Jugend irgendwann Christ geworden durch den Konfi-Unterricht und später auf der Freizeit habe ich mich mal dann wirklich dafür entschieden und hätte trotzdem nie im Leben gedacht, dass das irgendwie was für mich sein könnte. Ich dachte eigentlich immer grundsätzlich schon mal, dass mein Glaube dafür zu unstet ist und zu viel Höhen und Tiefen und keine Ahnung, dass ich dafür viel zu dumm bin und viel zu viel Mist gebaut habe als Jugendlicher und so. Und es hat sich einfach so ergeben. Also es war wirklich Fügung. Und das, wie diese Fügung zustande gekommen ist, das waren mehrere Schritte und echte Wunder. Das ist wirklich, dauert einfach länger. Aber es war, am Ende, ich habe da auch noch lange mit gehadert. Auch während ich schon studiert habe, war das für mich immer so, okay, ich versuche das mal. Ich bin mir aber eigentlich relativ sicher, dass Gott nicht will, dass einer wie ich Pfarrer wird. Und habe da lange mit drum gerungen und immer, wenn ich kurz davor war, dass ich selber dachte, okay, das ist es nicht, ich lasse es sein und so, dann habe ich tatsächlich sehr deutliche, fette Zaunpfähle vom Himmel an den Kopf gehauen bekommen. So, und habe ich dann für mich den Deal geschlossen, okay, ich stelle das nicht mehr in Frage. Habe mir gesagt, okay Gott, wenn du dir Idioten berufst, dann musst du halt am Ende damit klarkommen. Und das hat auch nochmal echt was freigesetzt. Also nachdem ich das für mich geklärt hatte so und mich diesem Schicksal ergeben habe für mich, da habe ich auch innerhalb des Studiums und so nochmal ganz andere Leidenschaften entwickeln. Also kurz danach ist das gekommen, dass ich eine richtige Leidenschaft für Gemeindeaufbau und für eine so zeitgemäße Form von Gemeinde bekommen habe. Und so. Also es ist danach einfach, hat sich jetzt entwickelt, habe ich gemerkt, da brennt richtig mein Herz für. Und dann, genau, wusste ich auch, dass ich am richtigen Platz bin. Trotzdem, ich gebe dir noch den Raum, noch einer Stelle konkreter zu werden. Einer dieser Zaunpfähle, kannst du einen erzählen, wo Gott dir so einen Flocken ins Gesicht gehauen hat und gesagt hat, ja. Du darfst drüber nachdenken. Ja, ich wüsste zwei ganz deutlich. Ich überlege gerade, was ich kürzer hinkriege. Okay, ich versuche. Also, das war noch im Grundstudium in Münster. Und da habe ich wirklich, das war das, wo ich ganz viel damit gehadert habe. Und irgendwie, da fluppte das, also da hat mich das Studium auch nicht vom Hocker gerissen. Das waren alles Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben. Und ich war wirklich irgendwie down und saß in einem Loch und habe mir gedacht, okay, jetzt reicht's, ich lasse es. Und ich hatte, dadurch, dass ich meine eigene Einführungswoche verpennt habe, war eine längere Geschichte, hatte ich so ein paar katholische Freunde. Mit denen habe ich mich abends getroffen. Und wir waren in so einer total lauten Kneipe, das fand ich schon scheiße irgendwie, weil ich mich gerne unterhalten wollte eigentlich und ich war ein bisschen spät. Und dann musste ich ganz außen sitzen und zwar neben einer sehr jungen Freundin, offensichtlich die neue Freundin von einem, die er mitgebracht hatte. Und die wurde auch schon offensichtlich an den Rand gesetzt, weil sie sich nicht mehr ihr Freund mit ihr unterhalten wollte, keine Ahnung. Und die war auch wirklich etwas anstrengend. Die war so ein bisschen einfach wirklich anstrengend.
Und ich habe da so, saß dann ganz außen da, habe meinen Cocktail getrunken und habe irgendwie in meinem Selbstmitleid gebadet. Ne? Ich dachte mir so, Mann, ey, alles läuft scheiße und so, und jetzt stehst du bald vor dem Aus, weiß nicht, was du hier studieren sollst und so, und das war nix. Und jetzt muss ich auch noch hier neben dieser schrebbeligen Person sitzen, mit der man irgendwie kein intelligentes Wort reden kann. Ich, armer, armer Junge. So, also wirklich, ich bin nicht stolz drauf, was ich da gedacht habe. Aber, ne? Und in dem Moment, also hört sich irgendwie kitschig an, aber ich hatte wirklich so einen Blitzgedanken, dadurch zog es mich irgendwie und auch jetzt nicht besonders klug oder so, aber es kam einfach mir der Gedanke, Alter, Markus, was bist du für ein Depp? Reiß dich mal zusammen. Auch dieser nervige Mensch ist ein geliebtes Kind Gottes. Also das war der Gedanke, der mir so gekommen ist. Und dann dachte ich, okay, behandelt sie doch einmal normal, red einmal anständig mit ihr. Und dann habe ich angefangen, mich mit ihr zu unterhalten. Und wir haben uns den ganzen Abend dann mega gut und deep auch unterhalten. Und sie hat irgendwann davon erzählt, wie sie irgendwie das und das am Konfi scheiße fand und die Fragen hat und deswegen nicht glauben kann und das und alles irgendwie. Und ich war schon immer noch recht reserviert und abwehrend. So, ja. Und ich habe aber immer alles nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet einfach. Und und irgendwann am Ende des Abends hat sie gesagt, irgendwie sie muss weg und so. Und meinte dann, ey, ich weiß ja nicht, ob du dich je gefragt hast, ob Pfarrer werden das Richtige für dich ist. Aber ich bin mir ganz sicher, du musst das machen. Und hat dann noch gesagt, und ich weiß jetzt, dass ich mir einen Jugendkreis suchen muss. Und hat noch irgendwie drei Sachen gesagt, die sie sich vorgenommen hat. Und es war total krass in dem Moment. Es hat voll in meine Situation reingesprochen. Es war genau das, was ich hören musste. Ich wusste in dem Moment auch irgendwie so, dass das stimmt, wie sie es sagt. Und es kam von dem letzten Menschen, wo ich es erwartet hätte. Genau, das war irgendwie, also in dem Moment war es, Cool. genau, hat der Herr durch sie meine Frage beantwortet. Das war echt cool. Ja. Mega, mega und schönes Beispiel dafür, auch wie prägend es sein kann, so die eigene Haltung, sich überhaupt bewusst zu machen, die eigenen Gedanken. Danke, dass du ja auch diese Gedanken geteilt hast mit uns. So, Zeit ist um, Aber ne? apropos Gedanken, Spottgedanken, Jana fragt, wie stehst du dazu, dass die Kirche oft verspottet wird? Och, also an vielen Stellen hat sie sich das hart erarbeitet, dass sie verspottet wird. Genau, müssten wir sonst konkreter werden? Also, ne, ich finde es, also wenn der Glaube von Menschen irgendwie verspottet wird und in den Dreck gezogen wird, dann bin ich da sehr sensibel und finde das echt nicht gut und dann und so. Aber ich stehe ehrlich gesagt oft selber auf der Seite der Leute, der Kirche ordentlich Shit geben. Und zwar, ich glaube, dass es an vielen Stellen immer noch deutlicher werden muss, bis es mal gehört wird und was ändert. Also, Was sind deine Kritikpunkte? Die am meisten nerven? ja, das, boah, ich muss eigentlich, wo ich anfangen soll, ey. okay, pass auf, nur um einen rauszunehmen, ja, dass viele unserer größten Aushänge und Vorzeigeveranstaltungen, was meistens immer noch der sonntägliche Gottesdienst zum Beispiel ist, einfach, wenn du mal ist irgendwie versuchst, da reinzugehen und die kirchliche Brille, die du gewohnt bist, abzulegen, dann ist das von außen betrachtet eine total aus der Zeit gefallene Veranstaltung. Und es wirkt für einen, der von außen reinkommt, nicht wie irgendwas, was in diese Zeit gehört und mit dem realen Leben was zu tun hat. Das kann ja auch was cool sein. Manche feiern das ja richtig, dass sie sagen, genauso soll das ja auch sein. Du betrittst hier etwas anderes, einen heiligen Raum und so. Aber trotzdem denke ich mir ja, dass gerade das, was irgendwie verloren gegangen ist und was ich irgendwie stark machen will oder wir stark machen sollten, ist irgendwie, dass der Glaube eben nicht eine Sache ist, wo du am Sonntag dir mal eine besondere heilige Dusche holst und mal in eine ganz andere Sache eintauchst, sondern dass es im Teil des Alltags und des eigentlichen Lebens ist und dass Gott auch da ist und ganz viel macht und so. Und ich finde, davon kommt ganz wenig rüber. Bei vielen. Und ich will ja, muss man ja vorsichtig sein, nicht bei allen und alles und aber keine Ahnung.
Oft, für mich ist das so. Also wenn du es, man sagt, der Ami sagt ja immer, to build from scratch oder so. Also wenn man sich jetzt das Ganze einfach, ohne dass man irgendeine Altlast hätte, überlegen würde und sagen würde, was wollen wir eigentlich? Wir wollen coole Versammlungen haben, es soll gemütlich sein, ein Gemeinschaftsraum kommen. Wie müsste der Raum aussehen? Keine Ahnung, was für einen Style wollen wir vermitteln oder für einen Eindruck, was für eine Atmosphäre? Dann würde dann nicht das rauskommen, was wir machen. Okay. Ja, ich glaube, das bringt das Bild ganz gut auf den Punkt. Und ist das etwas, was du hier auch schaffen, erreichen willst? Also Build from Scratch, wenn du an den Anteil Fresh X denkst, ist das eine der Herangehensweisen, die du mit dir trägst? Das weiß ich noch nicht. Also ich muss da ganz, an der Stelle bin ich wirklich, bei der FreshX-Hälfte merke ich gerade, da gibt es so an diesen 50% und an den drei Gemeinden, die hier dran hängen, so unterschiedlichste Erwartungen und was das alles werden soll und was das könnte und so, da werde ich jetzt überhaupt nichts weiter zu sagen, weil da ist irgendwie alles und nichts möglich und genau, da gibt es aber auch Sachen, die erwartet werden, die gar nicht so bisher vielleicht so offen kommuniziert werden und so. Da weiß ich nicht, ob da jetzt morgen bei rauskommt, wir mieten hier einen alten Supermarkt und machen da einen ganz neuen Gottesdienst oder so. Das glaube ich eher nicht. Das ist auch, eigentlich ist das erstmal Aufgabe von Gemeinden sowieso. Also dafür brauchen wir gar nicht irgendwie was ganz Neues machen, irgendwie sagen, wir nennen das jetzt anders und FreshX und so, sondern zeitgemäßes Glaubensleben, das ist eigentlich eh die Aufgabe, die wir als normale Gemeinde haben. Ja, oder? Ja, absolut. Aber was Absolut. steht bei euch drin in der Satzung? Absolut. Was gibt dir denn die Hoffnung, dass Gott diese Kirche noch nicht verlassen hat oder dass Gott hier ist? Ja, nee, habe ich eigentlich nicht, nee. Ich überlege gerade. Ich habe diese Hoffnung definitiv. Ich weiß ja, einfach daran, dass er noch kleinere und größere Wunder immer wieder tut. Also daran, dass man seine Spuren und ich glaube, davon könnt ihr auch eine kleine Minute von erzählen, dass man immer noch, dass man merkt, er öffnet Türen, er macht Sachen möglich und so. Das ist das, was mir die Hoffnung gibt, dass es hier noch nicht der Ofen aus ist. Weil sonst, wenn es so wäre, dann würde er ja auch nicht mehr sagen, okay, dann mache ich nochmal drei Sachen möglich, aber eigentlich glaube ich selber nicht dran. Also. Ja. Sehr geil. Ist auf jeden Fall schon eine Menge Stoff drin. Wenn ihr selber Fragen habt, ihr könnt die auch schreiben. Ihr müsst nicht unbedingt euer Mikro laut machen und reinreden. Das dürft ihr natürlich auch immer. Klar. Aber es ist oben auch so eine Raute, so ein Hashtag, Pfarrerfragen. Und da dürft ihr auch einfach Dinge loswerden. Aller Art. Privates, theologisches. Ihr dürft nachhaken, ihr dürft widersprechen. Genau, beteiligt euch ruhig daran. Und ich gucke noch mal, was für Fragen im Vorfeld gekommen sind. Ah ja, das ist natürlich eine schöne Frage. Danke, Jonte, dafür. Nachdem ich hier letzte Woche von meinen 10 größten Fails erzählt habe und kaum einer zugehört hat, haben wir heute etwas mehr Publikum. Was Ja. war dein größter Fail, deine größte Blamage, deine größte Ja. Niederlage? Das Bemerkenswerte an der Sache ist, dass ich bei dem unendlich vielen dummen, idiotischen Mist, den ich in meinem Leben schon gebaut habe, trotzdem ganz sicher sagen kann, was das dümmste oder der größte Fail war. Schön. Das ist wirklich, ja, und das ist die, glaube ich, die Geschichte, wie ich diesen Finger verloren habe. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, 2017, als ich Vikariat in Münster gemacht habe. Und ich hatte eine Beerdigung auf dem Zentralfriedhof von Münster und war mit dem Auto dahin unterwegs und steckt in einem Innenstadtstau. Da wurde eine Straße gemacht und kam nicht voran. Und ich wusste schon, es wird knapp. Ich habe schon den FSJler angerufen, der mir den Talar, der in der Gemeinde lagerte, ans Auto bringen musste, in den Stau da rein. Und bin dann trotzdem viel zu spät zur Beerdigung gekommen. Ich habe da auf dem Friedhof auch schon angerufen, es könnte später werden. Und da hat mich auch das Navi offensichtlich wegen dieser Verkehrslage zum hinteren, zum falschen Seite des Friedhofs gebracht, wo nicht der Eingang war. Dann bin ich da angekommen, dachte mir aber, okay, du hast noch 2 Minuten, um zur Kapelle zu kommen. Und dann stand da so ein 2 Meter hoher Zaun, der den ganzen Friedhof umrundet hat. Und ich dachte mir, hey, du bist ja noch jung genug, da kommst du locker drüber.
Da habe ich auch so eine Stelle gefunden, wo auf 1 Meter so eine Säule durch den Zaun ging. Das war also total easy. Ich konnte da draufklettern, musste dann nur den Meter oben drüber klettern, stand schon auf der anderen Seite der Säule. Und ich hatte vorher mein Täschchen oben schon drüber gehangen auf den Zaun und mein Talar auch drüber gelegt. Stand auf der anderen Seite auf diesem Ding und ich war frisch verheiratet, noch gar nicht so lange. Hatte dementsprechend ein Ehering um. Hatte mich auch gerade in diesen Ring gewöhnt, den zu tragen, fand das auch eigentlich ganz schön. Und dann habe ich mich noch nur so oben festgehalten, auf dem, das war so ein typischer, wenn man diese Drahtzäune kennt, die immer diese rechteckigen Maschen haben und dann oben gucken diese Pinne noch so raus. Wie ich jetzt übrigens gelernt habe, es gibt eine deutsche Bauverordnung, die sagt, dass man diese Pinne nach unten machen muss. Aber egal. So, und dann habe ich mich noch da festgehalten, weil ich nämlich gucken wollte, wo ich hinspringe. Da waren ja wirklich Gräber und ich fand es ein bisschen pietätlos, da auf dem Grab zu landen. Deswegen wollte ich in der Mitte landen, habe extra runtergeguckt, habe mir auf den anderen Arm den Talar gelegt und meine Tasche umgehangen und bin dann runtergesprungen. Und ich war voll in Hektik natürlich, weil Todeshektik, war viel zu spät. Das war an dem Tag so irgendwie 32, 34 Grad, war einer der wärmsten Sommertage. Und ich habe noch im Runterspringen so ein leichtes Ratschen wahrgenommen an meinem Finger. Und da dachte aber, also wirklich nur im ersten Moment tat es gar nicht weh. Und lauf noch los, hatte mein Talar hier so drüber hängen. Und im Laufen wollte ich dann gucken, was da jetzt so ein bisschen gekratzt hat. Und dann gucke ich so, und der erste Impuls war, es war wirklich wie in so einem Splatterfilm. Es hat von hier, ich hatte diese Form vom Bauch und hier den Talar, und es hat von hier ohne Probleme an den Talar das Blut rüber gespritzt. So, wirklich wie wenn du so einen billigen Splatterfilm hast, wo was abgesägt wird und dann machst du, dann denkst du immer, boah, das schlechteste Spezialeffekt der ganzen Welt. Ne? Recht realistisch, muss ich sagen. So, und Scheiße. dann war der erste Impuls, dann bist du ja so bescheuert in dem Moment und auch in Hektik war, oh nein! Den brauche ich ja gleich noch. So, und dann habe ich nochmal geguckt, warum spritzt das denn? Und dann habe ich halt, ach, ist ja egal, weil ich sehe ja nicht, wer zuguckt. Ihr könnt ja nicht zuhören. Dann hat man halt so den Knochen gesehen und die Haut, die noch dran war, war ich schon so runtergerutscht, da sah der Knochen so lang aus. Und dann habe ich echt gesehen, okay, du guckst auf deinen blanken Knochen und es spritzt das Blut raus. Und dann hat das so eine Sekunde gedauert, so. Dann bin ich echt komplett ausgerastet, sofort angefangen, so laut zu schreien, wie es irgendwie ging. Und es war ein einziger alter Rentner auf diesem Friedhofsteil noch. Den hatte ich vorher schon gesehen. Der hat auch mich gesehen, wie ich rübergeklettert war und hat da schon sehr skeptisch geguckt. Und dann habe ich habe sofort gemerkt, ich muss das abdrücken. Das habe ich instinktiv gemacht, weil ich auch gemerkt, wie mein Blutdruck auf einmal weggesackt ist. So. Und dann habe ich gerufen, Krankenwagen! Krankenwagen! Rufen Krankenwagen! Und er guckt mich so an. Mach selber. Geil, ne? Ja, ich konnte es nicht fassen. Ey. Ich habe dann probiert, mein Handy Weil rauszuholen. Ostwestfalen. Ja, Münster eigentlich nicht mehr. Das ist Münsterland. Da habe ich echt, ich habe es geschafft, 1-1 zu wählen. Dann ist mir voll schwummerig geworden. Ich habe das Handy weggeworfen, habe wieder abgedrückt. Dann bin ich wieder so ein bisschen, habe es geschafft, so Bewusstsein zu halten. Da habe ich einfach so lange geschrien, bis auf dem Parkplatz, der dahinter war die Uniklinik Münster. Und habe ich jetzt im Nachhinein gelernt, da war der Anatomie-Lehrraum. Und da kam hinten einer raus, der offensichtlich, wie sich herausstellte, Professor dort war. Der hat das gehört, ist selber über den Zaun geklettert und hat mir dann fachmännisch den Finger abgebunden und einen Krankenwagen gerufen, der auch noch sehr lange gedauert hat, bis er kam. Und das Geile war, ich hatte ein bisschen schlechte Phase in der Zeit. 10 Tage vorher habe ich mir beim Skateboardfahren, was mir auch so vorher noch nie passiert ist, habe ich mir die Lichter ausgeblasen. Bin gestürzt auf den Kopf und hatte eine Gehirnerschütterung mit Gedächtnisverlust. Und da hat meine Frau den Anruf bekommen, ey, dein Mann ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus, der konnte sich an eine halbe Stunde nicht mehr erinnern, vielleicht fährst du da mal hin. Und er hatte Todespanik von da noch, ne? Und das war wirklich, ich musste 3 Tage im Krankenhaus bleiben wegen Gedächtnisverlust und so. Und jetzt saß ich dann endlich im Krankenwagen und die haben mir irgendwie, kriegst ja am Anfang Zeug. So, ne? Und das war so ein unglaublich gutes Zeug. Mir ging es danach, also ich hatte so gute Laune, keine Schmerzen, es war einfach nur alles schön, so, ne? Und dann habe ich selber angerufen, meine Frau angerufen und gesagt, ey, hi, Ellen, nicht erschrecken, alles ist gut. Ich bin, also jetzt locker bleiben, aber ich bin wieder auf dem Weg ins Krankenhaus. Aber mach dir keine Sorgen. Ey, hier sind voll die netten Leute. Und so. Und die im Krankenwagen, die saßen dann so. Oh.
So, ne? Und ich so, ist wirklich nichts Schlimmes und so. Dosiert? Und sie so, ja, was ist denn passiert? Oh, ich habe mir den Finger abgerissen, aber geht schon. So, ne? Ja, das Zeug hat leider echt schnell nachgelassen zu wirken. Und an dem Tag war irgendwie voll das Krankenhaus überfüllt. Ich musste 5 Stunden warten, bis ich in OP kam und hatte zwischendurch, durfte ich keine Tabletten bekommen, weil die gesagt haben, ja, es ist so warm, der Kreislauf sagt weg, du kriegst die Narkose nicht mehr hin. Und dann lag ich echt stundenlang in so einem Zimmer und habe echt geschrien und so. Und das war nicht mehr cool. Aber das mit der Krankenwagenfahrt war witzig. Und vor allen Dingen, ich dachte ja auch, Alter, es ist, wir können auf den Mond fliegen und so, alles kein Problem. Man kann den wieder annähen. Ich war mir vollkommen sicher die ganze Zeit. Ich habe den auf Eis mitbekommen, dieser Prof hatte Eis geholt und so, hat einen seiner Studenten geschickt. Und das ging nicht. Die haben gesagt, wenn du ihn annähen willst, dann musst du ihn ja absägen nächstes Mal. Bei so einer, wo das so zerfetzt wird, kannst du es nur kurz machen. Nein. Okay, also. Ja. Hätte man sich sparen können. Wir haben alle was gelernt. Aber einen Tipp kann ich geben an jeden, der noch nicht verheiratet ist. Erstens, es lohnt sich eh nicht mit dem Ring. Man kann sich das sehr gut ohne merken. Aber eine Sache habe ich richtig gemacht. Wir haben vorher, haben wir es nicht eingesehen, dass man so viel Geld für Eheringe ausgibt und dann auch noch für so Materialien, die unter nicht so sauberen Bedingungen ja abgebaut werden. Und da haben wir uns dazu entschieden, einfach für 12,50 Euro oder so Edelstahlringe zu kaufen. Einfach nur simpel Edelstahl. Und der Ring ist immer noch da, der liegt immer noch im Friedhof. Der hat auch keiner wiedergefunden, der muss irgendwie ein bisschen weiter als der Finger geflogen sein. Und das ist vollkommen egal. 12,50 Euro. Ja. Also das, den Tipp kann ich nur geben. Puh, krass. Ja, solche Geschichten. Genau, definitiv. Ich kann verstehen, dass das deine Nummer 1 ist. Ich glaube, ich hoffe, es bleibt auch die Nummer 1 bis zum Lebensende. Ich würde es dir wünschen. Danke. Was denn, ich versuche jetzt mal einen Bogen zu kriegen, zu was Angenehmem, was macht denn dir so richtig Freude? Man muss ja mal aufpassen, man muss ja sagen, ja, natürlich meine Familie und meine Kinder und so. Und, aber okay, aber da wirklich? Unterbreche ich. Warte, denn das wollte ich eben schon fragen, was liebst du eigentlich an deiner Frau? Jetzt darf ich, okay. Die andere Frage kommt gleich wieder. Dass sie nicht weiß, dass ich hier jetzt sitze. Nein, Entschuldigung, ich muss erstmal wieder ein bisschen in den ernsten Modus kommen. Viele Dinge. Meine Frau ist unglaublich witzig. Die ist die liebste und fürsorglichste Mensch, den ich kenne. Es ist wirklich, also krank zu sein und von meiner Frau zum Beispiel umsorgt zu werden, ist einfach, da ist es in dem Moment gar nicht schlimm, dass man krank ist. Genau, das ist einfach cool und wir können einfach tatsächlich sehr gut Zeit miteinander verbringen und was ich auch cool finde, also wir im Hause Shaper, da wir reiben uns auch mal aneinander und so, da knallt es auch mal, das können wir auch beide sehr gut, aber ich finde das halt cool, dass wir, glaube ich, eine Partnerschaft auf Augenhöhe haben. Also ich wurde das mal gefragt, als ich... ich habe eine Zoom-Pinkelparty gemacht. Als meine Jungs geboren wurden, haben wir uns über Zoom getroffen und schön ein Bierchen getrunken. Und dann haben die Jungs irgendwie gefragt, wer hat bei euch eigentlich die Hosen an? So. Und weil ich ein paar von meinen Freunden kenne, wo das wirklich einer von beiden deutlich ist. So. Und das finde ich total cool, dass das bei uns nicht so ist. Und wir echt viele Sachen einfach gemeinschaftlich überlegen und so. Das ist spannend, denn wir kennen, also die dich jetzt schon erlebt haben, wissen, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst und dass du sehr direkt und sehr stark sein kannst. Toll, dass du auch so eine starke Frau bist, offensichtlich. Ja, überleg dir das mal, die muss das den ganzen Tag aushalten, ey. Dann kannst du mir mal ausrechnen, was das für eine starke Frau ist, ey. Okay, Zoom-Pinkelpartys, von deiner Frau umsorgt zu werden, was macht dir noch eine große Freude? Ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt einen neuen Trick beim Skaten lernen. Es gibt nichts, das ist... es gibt nicht viel, was da drüber kommt bei mir. Es ist echt so, also so oder so, Skaten macht mich einfach immer noch glücklich. Es ist, selbst mal bei so einem Tag, wo irgendwie auch trickmäßig nicht viel geklappt hat und du einfach vom Asphalt voll die Prügel bezogen hast, ich komme trotzdem nach Hause und mir geht's einfach irgendwie gut so. Aber das Geilste ist wirklich, wenn du einen neuen Trick lernst. Das sind
keine Ahnung, das ist immer etwas, was man wirklich vorher nicht konnte, wo man irgendwie vielleicht sogar ewig lange schon dran rumbastelt und richtig viel einstecken musste, um ihn zu lernen und zu schaffen. Und dann ist es ja meistens immer irgendwas, vor dem man zu Recht eigentlich Schiss hat. Irgendeine Bewegung, die gruselig ist und so. Und wenn ich dann, wenn das, es ist natürlich meinem Alter geschuldet, dass das nicht mehr so oft passiert, aber wenn ich mal einen neuen Trick dann lerne, das ist echt, dann bin ich wie so ein kleines Kind. Mindestens 3 Abende lang vorm Einschlafen denke ich daran. Denke ich auch nur daran. Dann denke ich immer wieder im Kopf, wie das war und so, und schlafe mit einem fetten Grinsen ein. Also da geht nicht viel drüber. Wie bist du ans Skaten gekommen? Wie und wann? Boah. Ich glaube, ich war 13 und mein Kumpel Martin Völkner und ich haben zusammen Tony Hawk Pro Skater 2 auf der PlayStation 1 gespielt. Und das war schon geil. Und dann waren sein großer Bruder mit einem Kumpel draußen und hatten irgendwie so ein altes Skateboard und wollten ein paar Tricks auf dem Bordstein machen. Und weil, jetzt im Nachhinein denke ich mir, was für ein Penner, ne? Aber weil der sich seine Schuhe nicht versauen wollte, hat er gefragt, ey, welche Schuhgröße habt ihr? Und Martin und ich mussten beide unsere Schuhgröße sagen. Und ich habe 43. Ja, passt, gib mir deine Schuhe. Und dann durften wir mitkommen und gucken. Aber ich habe ihm meine Schuhe gegeben und er hat ein paar Ollis gemacht, um sich seine nicht kaputt zu machen. Und dann habe ich gefragt, okay, wie geht das? Ich will das auch wissen. Und er so, das geht so. Pass auf, du stellst dich hier drauf, hast dir ein bisschen Spaß rausgemacht, hat gesagt, du haust jetzt einfach volle Lotte, drückst du hinten drauf und vorne ziehst du mit dem Fuß. Und wenn du am Fuß merkst, dass das so ein bisschen auf dem Schuh Widerstand gibt, dann hast du alles richtig gemacht. Dann habe ich genau das gemacht, habe hinten voll draufgehauen so, und habe mich mega auf die Fresse gelegt, sofort. Ne? Ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was da passiert ist, aber ich lag einfach aus dem Asphalt, klatsch so. Ne? Und ich bin freudig aufgesprungen und gesagt, Alter, ich habe gemerkt, es hat vorne gezogen, es hat wirklich vorne gezogen. Und jetzt, ja. So, und dann habe ich mir halt ein Skateboard gekauft und Martin und ich haben uns mit einem Skateboard einfach mal abgewechselt, genau, und so ging das los. Wie erkennt man ein Skateboard-Talent? Wirf es auf dem Asphalt und wenn er dann grinst, dann ist schon mal eine gute Voraussetzung gegeben. Ja, Talent habe ich, talentfrei bin ich da trotzdem, aber Leidenschaft. Okay. Der Jonte hat schon auch schöne Fragen gehabt. Siehst du eigentlich, Kathi, ob da im Chat irgendwas gefragt wird? Weil wir sehen das hier nicht. Genau, wie gesagt, ihr dürft gerne auch unterbrechen, reinquatschen, Lebenszeichen geben. Ja. Wegen der Story mit dem Finger, was ist aus der Beerdigung, wo du hingehen wolltest, geworden? Es ist so witzig, das ist die Frage, die alle fragen. Was ist aus der Beerdigung geworden? Ja, alle fragen, was ist eigentlich aus der Beerdigung geworden? Ja, das war tatsächlich so, als endlich der Krankenwagen gerufen wurde, da kam auch eine von der Friedhofsverwaltung, die mitbekommen hatte, dass da irgendwas in der Ecke komisch passiert ist. Da habe ich sofort gesagt, ich habe die und die Beerdigung, gehen Sie dahin, ich kann die nicht machen. Also war ja klar, dass das nicht ging irgendwie. Und das kann ich nicht sagen. Es war eine besondere Beerdigung, wäre es gewesen. Also das hatte ich so noch nicht, jedenfalls auch nicht in Münster. Das Beerdigungsgespräch fand mittags um 1 statt. Und alle aus der Familie hatten sich aber schon 1-2 Dosenbier aufgemacht. So, und das war ein besonderer Style. So. dann haben die mir nachher, als ich irgendwie aus dem Krankenhaus wieder raus war und so, habe ich die sofort angerufen und mich entschuldigt dafür. Und dann meinten sie, nö, ist gar nicht schlimm. Da war ein katholischer Kollege, der hat das mitbekommen, dass die jetzt ausfallen müsste. Und der hätte sich 2 Minuten kurz erklären lassen, worum es eigentlich ging und hätte das gemacht. Und die wären total zufrieden damit gewesen. Ich meinte, das war total super und so, machen Sie sich keine Sorgen, war super. Da dachte ich mir auch wirklich, vor allen Dingen, ich war im Vikariat, ne? Ich habe mich für eine Beerdigung noch recht lange vorbereitet und so. Ich dachte mir so, Alter, was machst du eigentlich falsch, wenn der Katholik, vielleicht haben die einfach eine bessere Ausbildung. Der stellt sich da hin, sagt, okay, 2 Minuten, kein Ding, mach ich kurz noch mit. Ja, alle zufrieden. Cool. Ja, cool. Ist Ökumene. Ja, Ökumene. Hm. Ja. Nur andere Sachen, die ich verpasse. Dein Lieblingsbibelvers. Ich weiß ihn nicht. Oh, eben kurzer. Lass mir in deiner Gnade gelügen. Oder denn Gott ist in meiner Schwachheit mächtig. Es ist so peinlich. Ich kriege den nie ordentlich auf die Kette. Es ist die Seite. Das ist. Oh nein. Das ist die Frage.
Ich bin ganz schlecht in diesen auswendig können. Und es ist jetzt, wenn ich erstmal einmal auf dem Schlauch stehe, stehe ich immer auf dem Schlauch. Und was ist es denn? Es ist 1. Korinther 15, Vers 13 und 14. 1. Korinther 15, 13 und 14. Und wer kann es auswendig genau, von euch? Genau, mutig und stark. Ich bin sei mutig und stark. Peinlich, ey. Und fürchte dich nicht. Weißt du, was das Schlimme ist? Das ist unser Trauvers. Oh, wann ist dein Hochzeitsdatum? Guck mal, was ich ganz besonders an meiner Frau liebe, ist, dass sie mich trotzdem mag. Ja, egal, genau. Ihr könnt alle mal zu Hause nachgucken. Ist ein super Vers. Kannst so, du sagen, weiter. Warum, auch wenn du ihn nicht zusammenkriegst? Hm? Warum findest du ihn gut? Weißt du das noch? Ja, weil es heißt, seid mutig und stark und alles, was ihr tut, soll in der Liebe geschehen. Und ich das inhaltlich sehr gut finde. Und da stehen auch noch drei andere Worte mit drin und die sind auch gut. Okay. Ja, dann links. Okay. Weißt du, ich kann das wirklich nicht gut. Ne? Ich habe mir mal, mehrere Verse, dass ich die wenigstens mal safe, immer nämlich in so Situationen, wenn wir uns gleich nachher unterhalten, kann ich den sagen und so. Ne? Aber immer, wenn es so drauf ankommt und dann so ein auswendiges Ding, kriege ich es nie hin. Und beim Abendmahl habe ich genau einen Vers, den ich immer sonst hinkriege. Und du musst ja immer aber verschiedene danach sagen. Da habe ich schon mal mit Vokabelkarten mir aufgeschrieben und die immer gelernt. Aber es hat nicht nachhaltig gezogen. Okay. Du, also offensichtlich hast du keine Probleme, über Schwächen zu reden. Was sind denn deine Stärken? Jetzt mal bei meinem Bewerbungsgespräch, Herr Schäper. Was können Sie eigentlich? Ja, nix, ne? Falsch. Ich bin aber dafür unkündbar, habe ich gelernt. Okay, also Humor hat er. Ja, Stärken. Ich übersetze. Mir fällt es nicht so leicht, ehrlich gesagt, darüber zu sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass ich in gewissen Sachen, von denen ich überzeugt bin, dass ich da ein gutes Durchsetzungsvermögen und ein dickes Fell mitbringe, das auch gegen viele Widerstände zu verteidigen. Und wenn ich bei einer Sache weiß, ich glaube oder glaube, die Ahnung zu haben, dass es irgendwie Gottes Plan ist, dann stehe ich auch dahinter und kriege das bisher meistens auch irgendwie, auch wenn es sonst viele Gründe gibt, das haben wir schon immer anders gemacht und so, doch irgendwie hin. Und mir macht an der Stelle das hört sich erst vielleicht, ich glaube, dass es in der Kirche eine Stärke ist, dass mir die Konflikte, die Veränderungen mitbringen, nicht so viel ausmachen. Also ich kann die aushalten und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Dinge in der Kirche so laufen, wie sie laufen oder scheitern, weil man Konflikte scheut und niemandem wehtun will und wir doch Kirche sind und uns alle lieb haben. Und da kann man doch nicht auch zum Beispiel sagen, ey, du machst zwar Seelsorge, hast aber üblen Mundgeruch und so, lass uns doch mal drüber reden und das vielleicht besser machen. Oder keine Ahnung, ne? Irgendein Beispiel jetzt. Aber da habe ich irgendwie die Erfahrung gemacht, dass da auch, weißt du, ich habe schon so Dinger wie, da sagte die ganze Gemeinde, ja, bei diesem Pfarrer gehen wir nie zum Gottesdienst, weil wir den unglaublich langweilig finden, außerdem versteht man den nicht. Und dann denkst du dir, hast du denen das einmal netterweise gesagt? Nö, kannst ja nicht machen. Ja. So. Und das ist auch keine Nächstenliebe. Das sehe ich, das lese ich in der Bibel anders. Wenn Paulus irgendwie dem Petrus, da steht, ich widerstand ihm ins Angesicht, habe ihm gesagt, das, was du halt machst, ist Mist. Und trotzdem haben sie sich wieder zusammengerauft und so. Ne? Also dieses, ja, cool. Falls man das als Stärke verbuchen kann. Dann. Gibt's Sachen aus dem Chat? Welches Gleichnis? Gleichnis aus der Bibel. Das ist eins, das dich beeindruckt. Du musst es nicht rezitieren. Ja, das ist schon mal nett. Danke. Ja, muss ich gerade überlegen. Das sind ja auch ein paar gute, ne? Ich weiß nicht, es ist kein Gleichnis, aber warum mir das gerade so direkt in den Sinn kommt. Ich sag gleich auch noch ein Gleichnis und so. Aber dieses, wo Jesus sagt, da steht der Pharisäer, der in die Kirche geht und lässt sich feiern und zeigt, wie viel er spendet und was er für ein toller Typ ist. Und dann kommt da der, ist es auch wieder ein Zöllner oder jedenfalls... Die Witwe, oder? Witwe mit dem Ding, sondern der Typ, der sich auf die Brust haut und sagt, ich bin ein Sünder, vergib mir. Ja. So, und das finde ich einfach sehr eindrücklich, kurz und einfach wahr. Ich glaube, dass das irgendwie...
so echte Demut und auch mal, ja, auch vor Gott und vor den Mitmenschen zeigen, was man nicht kann und so. Das hat da einfach solche Sachen geil auf den Punkt gebracht. Lieblingsgleichnis. Vielleicht wirklich, vielleicht verlorene Schaf. Es gibt so viele gute, aber verlorene Schaf, das finde ich, da steckt einfach unglaublich viel drin. Und dieses Bild davon, wenn einer umkehrt, das ist ja, es endet wieder eigentlich die Klammer des Gleichnisses, aber dann ist Jubel im Himmel. So wie der Typ einen Fest macht, dass er sein Schaf wiedergefunden hat. So. Das ist, finde ich, ganz geil. Fun Cool. Fact: Ich hab einen Hintergrundinfo zum verlorenen Schaf, die vielleicht nicht jeder weiß. Ich habe das in meiner Okay. ersten Predigt im Studium mal gemacht. Da habe ich einen Schäfer angerufen, weil das waren noch die Zeiten, wo die Leute einfach ihre Handynummer ins Internet geschrieben haben und er wunderte sich, woher ich diese Nummer habe. Aber sie stand halt irgendwo da und habe ihn auf dem Feld und habe gefragt, wie der Hintergrund abgefragt zu diesem Gleichnis. Und das Geile ist, der Schäfer konnte die 99 einfach alleine lassen, ohne Gefahr eigentlich, denn wenn kein Unglück passiert, dann reißt sich so eine Herde nicht auseinander. Fand ich irgendwie ganz cool. Also, dass das eine verloren gegangen ist, ist nicht einfach, weil das eine so dumm war oder so, sondern es muss eigentlich irgendwas passiert sein. Und der Schäfer kann sagen, ihr 99, und das sind ja vielleicht öfter mal wir, die wir schon im Glauben stehen und so, da kann ich mich auch mal um die verlorenen Schafe kümmern, weil ihr gar nicht, wenn nicht was Dummes passiert, euch gar nicht sofort in alle Richtungen verstreut. Cool. Fand ich eigentlich Ja, ganz gut. danke. Komm. Danke für die Ja, Predigt. ist okay. Ja. Jetzt, ich wollte noch irgendwas erzählen, jetzt wo ich das mit dem Vers eben so verkackt habe. Okay, ich habe noch eine. Wir kommen auch langsam schon Richtung Ende. Genau, aber die Frage von Jonte will ich nicht auslassen. Jonte stellt viele Fragen, fällt mir Ja, auf. drei Stück, ist die dritte jetzt. Ergänze Sauerland mein Herz. Punkt, Punkt, Punkt. Schlägt für das Sauerland. Das Ja, geht das genau. doch so ungefähr. So Ich habe geht mir es den halt. Song schon ein paar Mal zu Hause angeguckt, ja. Sollte ich das jetzt ergänzen? War das die Frage? Oder Das muss man weiß ich das mit nicht. eigenen Worten Ich weiß gar ergänzen? nicht, ist Jont ist gar nicht da, ne? Er ist schon wieder Janne. weg. Das war ihm zu langweilig. Ja, aber die Sendung wird aufgezeichnet und wir werden die irgendwo zum Nachgucken, hochstellen, falls ihr das mit dem Finger nochmal hören wollt. Aber auf eine, ich habe noch ein paar Entweder-oder-Fragen und die gehen in eine bestimmte Richtung, die Aha. du mir eben schon erzählt hast. Karibik oder Nordsee? Auf jeden Fall Nordsee. Ja, Wir im Grunde noch haben. nicht. Ach so. Steak oder Grünkernbratling? Wie soll ich das ganz ohne Begründung? Also, wenn es das eine besondere Essen ist, was, wenn wir zum, weiß ich nicht, zum Hochzeitstag mal vor die Tür kommen und ins Restaurant gehen, dann ist es das Steak, weil es mir auch besser schmeckt. Aber ansonsten leben wir zu 98% vegetarisch und dann wäre es im Moment der Grünkernbratling. Obwohl ich an der Stelle eher Burger or Patties auf Erbsenproteinbasis empfehlen kann. Okay. Ja, genau, aber darauf wollte ich hinaus. Du hast vorhin erzählt, dass du über die Gedanken machst über deinen CO2-Abdruck und ähnliches. Genau. Wie kommt's oder was sind deine Gedanken dazu? Was sind deine Bemühungen, deine? Meine Gedanken dazu. Naja, die Gedanken sind erstmal, dass ich es für recht erwiesen erachte, dass wir halt unseren Planeten gerade kaputt machen, so. Und ich finde, Gott hat den eigentlich ganz gut gemacht insgesamt. Und ich hätte zum Beispiel gerne, dass meine Kinder auch irgendwie noch aus dem Vollen schöpfen können und eine gute Erde zum Leben haben. Was mich mal so richtig schockiert hat, ist, es gibt so eine, was war es? Ich glaube, bei 3 oder 4 Grad Erwärmung hat die Erde eigentlich nur noch Ressourcen für, weiß ich nicht, was das waren, 1,5 Milliarden Menschen. So. Und das war auf einen Zeitraum in 100 Jahren gerechnet. Und das kommt dann doch schneller, als man denkt irgendwie. Und das hat mich nochmal, also allein diese Zahl hat mich krass beeindruckt, weil ich dachte, okay, was glaubt ihr denn alle, wie das bis dahin kommt? Das ist einfach,
der heftigste Weltbürgerkrieg überhaupt und so. Und klar, wahrscheinlich der geneigte Westeuropäer denkt, Frontex wird mich schon schützen und so. So, das ist das eine. Dann glaube ich, ist wirklich einfach, dass es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist, dass wir westlich weiter, weiß nicht, es sind hauptsächlich die oder die Industrienationen dieser Welt, halt viel mehr Ressourcen pro Mensch verbrauchen, als wir eigentlich zur Verfügung haben, aber auf Kosten anderer. Und das ist eine Sache, da steht, glaube ich, Gott nicht irgendwie unbedingt auf unserer Seite und sagt, ja, geil, mach weiter so, ich finde dich, also wir haben ja eine Beziehung, ich finde dich lieb und deswegen darfst du das auch so machen. So, sondern da, so wie ich ihn kennengelernt habe, steht er eigentlich eher auf der Seite, die Ungerechtigkeit erfahren. Und wenn es irgendwie in eine gerechte Richtung gehen soll, dann, also das finde ich ist auch eine geistliche Haltung, dann muss ich irgendwie versuchen, mit dem klarzukommen, was mir zugeteilt ist. So, und das ist, dass ich irgendwie versuchen muss, irgendwie in die Richtung zu kommen, dass die Ressourcen, die ich der Erde so wegnehme, dass das jeder so machen kann, wie ich das mache und ich nicht fünfmal so viel brauche oder so. Und dann haben wir natürlich schon viele Sachen versucht, irgendwie in die Richtung zu kommen. Und eine der Sachen, die halt richtig gut reinhauen, was CO2-Reduzierung angeht, ist einfach kein Fleisch mehr essen. So, ich will auch noch mehr irgendwie Fahrrad fahren und solche Sachen, aber das macht gar nicht so viel aus wie diese eine Sache. Und es geht halt irgendwie auch, genau. Egal, komm, ich. Ja, man merkt schon, also. Ja, ich war mir ja wirklich. An der Stelle habe ich auch echt nur meine Leidenschaft, auch wenn das. Genau, ist egal. Ich muss dann aber merkt, auf jeden Fall, Gerechtigkeit ist ja dahinter, ist auf jeden Fall ein Herzensanliegen von dir. Und wie ist deine Erfahrung? Also, du sagst ja, du isst ja eigentlich schon gern das Steak. Wie ist das schwer? Ich habe es mir viel, viel schwerer vorgestellt. Also genau, geschmacklich bleibt da, ist das klar, mir ist, macht das nicht, weil mir Fleisch nicht schmeckt. Aber es fehlt mir gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Ich bin zum Beispiel ein riesen Liebhaber eigentlich von so Mettwurst. nicht dieses ganz frische Mett, sondern diese geile geräucherte Mettwurst, die du beim Schlachter kriegst. So, ne? Und solche Sachen aufs Brot. Und da habe ich zum Beispiel gedacht, du kannst nicht, vielleicht schaffe ich es auf Hauptgerichte zu verzichten, aber das kriegst du nicht hin. Und so, und es geht voll klar. Also es fällt mir viel leichter, als ich dachte. Es ist so ein bisschen die Anfangszeit. Die ersten zwei Wochen, drei Wochen waren hart. Da denkt man mal, es fehlt einem was. Und wir merken auch zum Beispiel, dass wir die erste Zeit voll viele dieser direkten Fleischersatzprodukte gekauft haben. Also wo du wirklich dann, okay, ich brauche Sache, die aussieht wie Wurst und hoffentlich so versucht, so zu schmecken wie Wurst und so. Und irgendwann merkst du, es geht auch anders. Okay. Cool. Danke für die, also auf jeden Fall merkt man, wenn du redest, wenn du von etwas leidenschaftlich begeistert bist, dann ist das schwer, oder wenn dich etwas antreibt, ist das schwer, das einfach zu ignorieren. Ja, schon mitreißend, konfrontiert. Cool, ich weiß, wie es euch geht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ist das jetzt so langsam eure letzte Chance, sie zu stellen. Wir müssen sonst die Aerosole hier mal rausschmeißen und die nächste Gruppe reinlassen. Aber genau. Sprecht ruhig oder schreibt was. Schreibt keiner was. Die sind alle gar nicht mehr vom Rechner. Keiner. Die haben das netterweise, damit wir uns nicht so alleine fühlen, haben die einfach das Ding angelassen. Ah, danke dafür. Nein, so nett sind wir nicht. Oh. Der Daniel, der ist da. Sogar mit Mundschutz. Und nicht nur er. Wer ist denn das? Ihr habt kein Mikro an. Heroes. Marco, hi. Wie cool. Wie cool. Dass ihr dabei wart. Und ich glaube, ihr kommt sogar gleich rein. Da ist noch ein Bild. Kennst du die? Ach, Hemi ist das. Ja. Hemi und noch mehr. Ja, danke. Schön, euch zu sehen. Guck, hinter jedem Namen verbirgt sich sogar eine ganze Mannschaft. Wie cool ist das denn? Ja. Aber ihr lasst sie nicht sprechen oder wollten die hier sprechen? Nee, die wollen sich nur zeigen. Ah, okay. Also wir können sprechen, aber wir haben Hintergrundgeräusche hier oben. Ja, aber die Radfahrer sind auch gleich drei. Hallo Eichholz.
Hallo! Mariela sogar. Wie schön. Ja, ich denke, alle haben einen guten Eindruck bekommen von dir. Wir haben jetzt einen kleinen Eindruck von euch bekommen. Danke für deine Zeit, danke für das Format und alles Weitere dann wieder live und im direkten Gespräch. Schön, dass du bei uns bist. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ja, danke. Bis bald in der Kirche oder auf den Straßen oder auf der Skaterbahn. Oder in den Kneipen.